Guten Tag und hallo. Livestreams, jeden Montag. Ihr habt entschieden. In den Kommentaren gab es viele Stimmen für Montag, viele Stimmen für Mittwoch. Aber Montag hat überwogen, weil wahrscheinlich Mittwoch alle Fußballtraining haben. Feste Uhrzeiten gibt es nicht. Jedenfalls jeden Montag, irgendwann nachmittags zwischen 16 und 18 Uhr wird er immer starten. Ich werde jeden Montag ein Ankündigungsvideo hochladen, wo steht, ey, das wird gespielt. Und in den Livestreams werde ich hauptsächlich Isaac und JRPGs spielen. Das heißt aber nicht, dass es nichts anderes im Livestream geben wird, außer Isaac und JRPGs. Das sind halt nur die zwei Hauptdinge, die ich gerne machen möchte in den Livestreams, weil das sind Sachen, die ich nicht auf YouTube machen kann. Jedenfalls JRPGs kann ich nicht auf YouTube machen. Möchte ich auch nicht. Kann ich natürlich schon, aber möchte ich nicht, weil es zu groß, zu vielseitig und ich habe keine Lust, 80 Parts zu einem Spiel zu machen. Deshalb spiele ich das lieber im Stream. Und bei Isaac ist das so eine Sache. Es gibt viele Sachen in Isaac, die kann man schlecht auf YouTube machen und deshalb streame ich die, weil ich möchte auch eines Tages mal Platinum-Gott werden und deshalb viele Challenges, viele Aufgaben, viele Items, die man holen muss, werde ich wahrscheinlich auch im Stream machen und sowas wie The Lost Runs wird auch alles im Stream geschehen, deshalb, ja, diese zwei Sachen auf jeden Fall hauptsächlich im Streams. Und nicht auf YouTube. Und wenn sich jemand jetzt fragt, hey Gaggy, was ist damit mit dem Hochladen? Wirst du irgendwie was davon aufnehmen und dann auf YouTube hochladen? Nein. Alles, was im Stream gespielt wird, bleibt im Stream. Deshalb, wenn ihr das sehen wollt, dann kommt vorbei. Und bei JRPGs ist das so eine Sache. Kommt drauf an, wie ich es spiele. Spiele ich es auf einem Emulator, dann kommt es definitiv nicht auf YouTube. Weil es wird viel zu anstrengend für den PC sein, etwas zu emulieren und gleichzeitig zu streamen und gleichzeitig aufzunehmen. Deshalb wahrscheinlich eher nicht. Wenn es aber Spiele sind, die ich auf Konsole spiele, da könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Da werde ich aber mir nochmal Gedanken machen, ob ich das wirklich machen will oder nicht machen will. Deshalb an die Leute, die keine Streams schauen oder keine Zeit montags haben, es tut mir leid, aber ich kann es leider nicht jedem recht machen. Würde ich jetzt Dienstag machen, würden die Leute, die Dienstag nicht können, heulen. Würde ich Mittwoch machen, würden die Leute, die Mittwoch nicht können, heulen. Und so weiter und so fort. Da wir jetzt einen festen Streamtag in der Woche haben, heißt es natürlich aber nicht, dass es keinen anderen Tag geben wird, wo ich streamen werde. Es wird natürlich viele spontane Streams geben und wo ich dann halt auch vielleicht Events starte oder vielleicht einfach mal ein Spiel spielen möchte, was ich gerade schon Montag oder so angefangen habe und es unbedingt gerne weiterspielen möchte und nicht gerne auf den nächsten Montag warten möchte. Deshalb kann es natürlich sein, auch dass mehr Streams kommen könnten, aber das werde ich natürlich auch alles ankündigen. Aber vorerst ist natürlich Montag so der Hauptstreamtag, wo ich versuchen, die Betonung liegt auf versuchen, werde jeden Montag einen Stream hinzulegen, was natürlich vielleicht manchmal nicht klappen wird, weil Sachen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen zu erwähnen. Wenn doch, dann ist dieses Video scheiße. Ansonsten freue ich mich auf die Livestreams, vor allem freue ich mich auf die JRPG-Sektion. Da habe ich sehr vieles vor. Grandia, Mann, Grandia, Dark Cloud, Dragon Quest, Mann, Dragon Quest. Hier, ne, Kingdom Hearts 1 und 2 möchte ich unbedingt noch davor durchspielen, bevor Kingdom Hearts 3 kommt und so weiter. Leute, da kommt vieles Geiles, vor allem für JRPGs-Fans. Dazu kann ich nur noch eins sagen. Livestream.